Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachtsfolge. Ja, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sind heute im Tierpark in Göppingen unterwegs und neben mir steht die Sabina. Ja, und wie Jesus damals an Heiligabend in Bethlehem im Stall auf die Welt kam, so sind wir heute auch sozusagen in einem Stall und hinter uns sind die Ziegen. Ja, Sabina, wie heißen denn die zwei Ziegen hinter uns? Ja, die zwei Ziegen, das sind einmal Seppel und Peterle und die sind noch relativ neu bei uns. Okay, was kann man denn über die zwei erzählen? Wo kommen die denn ursprünglich her? Also die Ziegen kommen ursprünglich aus dem Orient, wo sie ca. 1100 vor Christus das erste Mal als Haustier gehalten wurden. Und das würde ja ziemlich gut zu Jesus jetzt gerade passen. Okay, und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was machen die hier im Tierpark? Ja, hier klettern sie natürlich überall gern rum, sind super Kletterer, wie auch die Gämsen in unseren Bergen. Da sind sie immer freudig unterwegs. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, nur einer von beiden hat Hörner. An was liegt das denn? Sind das unterschiedliche Rassen oder? Nein, also es sind beides Mischlingsrassen. Zum einen Thüringer Waldziege ist mit drin und noch die klassische Zwergziege, was man eigentlich kennt. Und da kommt es bei Mischungen einfach ab und zu vor, dass da keine Hörner dabei sind. Ist aber weiter nicht schlimm, kann man sie besser auseinanderhalten. Das stimmt, so ist es einfacher. Ja, was frisst denn jetzt die Ziege gerade? Also die Ziege hat hier ein bisschen Kraftfutter gekriegt. Was sie aber auch ganz arg mögen, ist unser Wildfutter. Gell? Oh, Peter. Oh je, man merkt schon, ja. Ja, jetzt habe ich gehört, wenn man hier in den Tierpark kommt, hat man auch die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Wie funktioniert denn das? Genau, also die Ziegen findet man ganz einfach vorne bei unseren Kamelen, sind sie gerade mit dabei. Und wenn man eine Schachtel Tierfutter hat, dann sind sie schnell die Freunde von einem. Gell? Okay, jetzt habe ich gerade noch gesehen, sie haben unten so Härchen wie ein Bart sozusagen. Woher kommt denn das? Das ist einfach, ab und zu haben die als Schmuck so ein Bart unten dran. Das haben manche ausgeprägt und manche nicht. Also da gibt es eigentlich auch keine Regel. Okay, super, vielen Dank. Ja, das war es im Endeffekt auch von unserer Folge Tierisch heute. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, schöne Festtage, einen guten Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr.